elektrische Aufhängnisse und wurde gerade von diesem Ding hier einfach angegriffen, als ich einfach beginnen wollte. Finde ich eigentlich selbst, wie die Sterne Wurzeln interessant ist. Zumindest die zwei Gelehrten. Ey, Power-Rüstung! Au, ja, das wäre ein Spaß. Bin ich auf jeden Fall, Sanctuary. Oh, ja, das ist ja schon erledigt. Naja, schön wäre es eigentlich. Zeit, wie muss ich dafür jetzt halt brauchen? Kann man schnell heilen. Da ja, du Hislom. Na, also wie gesagt, wir haben zwei Sanctuary und dann auch diese Power-Rüstung und so variieren sie am besten auch noch, auch wenn sie schon da sind. Oh, übrigens, wenn sie noch ein paar Switzer sind, variieren sie auch natürlich auch. Aber wenn ich sowieso schon nach Sanctuary reisen muss, sowieso nach Sanctuary will, High Power soll ich mir auch gleich mitnehmen. Ja doch, verloren die Partie. Ja, ich verloren jetzt durchsuchen.
Ach, denn lieber, das ich verstehe, das ist interessant. Ist auch schon das Riesen. Wenn sowieso schon Century sind, kann ich gleich auch nachschauen, warum Dinge jetzt zwar, also nicht, was ich brauche, um jetzt die Alien Blaster, das ist immer, was ich will. Und wenn ich schon die nötigen, kann ich eigentlich wissen, was ich will. Wenn warum das jetzt schon kann, und ich glaube, mir fallen da direkt zwei Sachen ein, die ich gerne wissen würde. Ich meine, was habe ich noch mehr als die Power-Rüstung? Besser in einem Haus. Da stehen auch Schweine. Wo ist denn noch keiner? Ah, hier, super. Erstmal parkieren zuerst. Hier haben wir ja nicht. Der Geo-Wimps, die okay. Und denn. Person ist diesmal. Na toll, die will ich die Mavericks wieder nicht vertragen. Der hat es allerdings wahrscheinlich schon eher. Also werden die Hunde wirklich sich merken, wird wieder zum Kampf kommen. Muss ich doch. Ja, und sie werden dann schon tot. Ja, besser. Na, wieder mit den nicht aggressiven, die nicht aggressiven verschadeten Hunde vertragen sich. Ich sollte vielleicht mal noch Verletzungen aufbauen. Mach ich aber gleich mal. Haben wir erstmal fertig ablegen. Aufgepasst. Mit der Schanke würde ich ja nicht leicht, würde ich ja nicht lassen. Was würde ich tun?
Entschuldigung, musste halt schon mal niesen. Ach, Hongkong von den ganzen Läden. Das hier ist ein Rüstungs- oder Handelsplatz. Für Hongkong, deswegen. Haben wir nicht mit Hundeferien zu Hunde? Doch, habe ich, aber hier ist Störentanzen. So. Ja, ich hab Sturges. Muss ich Sturges hier mitzuweisen? Ja, wo ist auch Raum? Wenn ich ja kurz. Ja, aber ich sage, das ist das Bett hier, das noch nicht zugewiesen ist. Und in dem auch keiner schläft. Auf weiter kurz. Weil soll ich denn mit ihrem Bruder schlafen? Oder ihr Mann? Aber du jetzt, ja, ihr Mann. Bruder ist halt nicht. Ich hätte ja, dass ihr Mann ist. Und wie sollen denn schon beide nebeneinander schlafen? Hat er ihn nicht schon zugewiesen? Erstmal Murphy auch, weil er schlafen muss. So, haben wir euch heute eingeschickt. So. Ich werde euch ja nicht gegessen. Aber ich möchte mich darum kümmern. Ich möchte mich darum kümmern. Okay, wenn er um dich orientieren finde, den ich, der auch keine Aufgabe hat, weil ich wohl hier was ich hinschicke. Schreibst du denn nicht jemand? Ja, Preston. So, da ich wieder hier schon eine Aufgabe. So. Ja, das reicht. Obwohl hier welcher Marcy?
so jetzt stellen sie einfach Sturges, als wenn die eben noch Marcy schlief. Und dann, als er besser ja frei sein. Meine Stunde schon ist das schon ist das wieder aufgeladen. So. Ich denke erstmal zu einer Tür wieder mal schauen, ob ich was zubereiten kann. Schlingerbrei. Hast du da alles rein? Schlingerbrei, ob ich das essen will, ich, ob ich das essen wollte, ich weiß nicht, aber egal. Ich muss ja nicht mehr essen. Mach ich ja kurz. Ja, wir haben jetzt ja von Sorge oder von Gamikala? Hoffentlich vom Versorger, hoffentlich vom Versorger, in diesem Fall Jack Finch. Ja, mit ihm. Nein. Nein, wir sind noch nicht bereit. Wie du meinst. Lass es mich wissen, wenn du die Sache durchziehen willst. Wir müssen den Leuten zeigen. Nein, ich helfe jetzt bestimmt nicht, obwohl. Na, nee. Weil ich bei letzter Zeit nicht machen wollte. Und wer es geschafft ist, jetzt was ich dort jetzt schaffen wollte, dann kann ich mal wieder schauen. Die Seefahrerin sagt, dass die Insel lebt. Und sie möchte uns töten. Er baut sich nicht von alleine. Ich habe keine Zeit für dich. Niemand hat sich darum gebeten, eine Mauer zu bauen. Wenn du Material brauchst, schön, dich wiederzusehen. Ausnahmsweise ist es mal recht ruhig. Brauchst du was? Ich Captain Avery. Ich habe Beweise, dass Dima die echte Captain Avery getötet hat. Hier. Ich, aber das, mein Medaillon, es ging bei einem Feuer verloren. Und der Schädel, das kann nicht sein. Hör zu, ich bin ich. Ich erinnere mich an alles. Ich kann kein Synth sein. Du irrst dich.
hoffen wir es einfach, wir akzeptieren. Ich weiß, das ist viel, aber die Beweise sind eindeutig. Damit musst du dich abfinden. Es stimmt, oder? Es ist wahr, oder? Ich bin ein Sünd. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu erfahren, dass alles, was man weiß und glaubt, eine Lüge ist. Ist das hier deine eine Chance, die Wahrheit zu sagen? Verstanden? Ich bin... Nun, ich fühle mich wie Captain Avery. Wenn ich ein Sünd bin, dann haben sie mich glauben lassen, dass ich sie bin. Ich weiß nicht, warum. Tut mir leid. Was du nicht machst. Es tut mir so leid. Jetzt bleibt mir nur noch so zu leben, wie ich es für richtig halte. Dima ist ein Mörder und ein Lügner. Dafür sollte er zahlen. Aber wenn das andere erfahren, besonders Alan Lee, werden viele Unschuldige leiden. Barhaber steht am Abgrund und das versetzt allen den Todesstoß. Stelle Dima, lass ihn zahlen, wenn du kannst. Aber bitte, dieser Beweis muss geheim bleiben. Sagst du dich nur, um dich zu schützen? Sagst du das nicht nur, um dich zu schützen? Ich habe mein ganzes Leben versucht, diesen Rosthaufen von einer Insel am Laufen zu halten. Und ich lasse nicht zu, dass das alles verändert. Ja, natürlich will ich das geheim halten. Wenn du es verrätst, wird Blut fließen. Ich habe nichts versprochen. Ich kann nichts versprechen. Barhaber steht kurz vorm Auseinanderfallen. Wenn du damit nicht aufpasst, es war ein Schauer später. Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel, nicht deine. Hey, hab euch den Arsch gerettet. Hab euch den Arsch gerettet. Also, ja. Wir verteidigen dieses verdammte Dock seit Monaten, auch ohne dich, gegen Krabben und Schlimmeres. Ja, du hast geholfen. Aber wir haben mit Blut und Kugeln bezahlt. Wenn schon Fremde für unsere Sicherheit sorgen, sind wir so gut wie tot. Ist aber recht für ein Netz. Trotzdem habe ich meinen Kopf riskiert. Ein bisschen Dankbarkeit wäre nett. Wir hatten ein paar echte Knalltüten hier, aber du bist bisher eigentlich ganz in Ordnung. Hier, für deine Hilfe. Wenn du handelst, war so schwer. Ansonsten verschwinde mit dem ersten Boot, das abfährt, bevor dich die Kinder des Atoms erwischen. Oder was Schlimmeres. Zeig mal, was du da hast. Alles klar. Die Bänge sind beide einzigartig. So, bitte schon die Bälle bekommen, bevor ich jetzt hier ansetzen würde. So. Annehmen. Gut. Ja, dann gut schauen. Also. Hafenwehrbank, ihr lasst. Also Wissenschaft 4 euch dafür, okay. So. Aber wir werden 40 vorher, ist klar. Ja, ich habe schon mehr, wenn ich schon nützlich. Also, jetzt haben wir Tauchhilfe sein, ist ja nicht so lustig, glaube ich. Na ja, kurz, wie hoch ist der Weg eigentlich? 31, okay. Wird es was dauern? Ich hoffe, ich habe Bezahlung ohne
ohne darüber, reden zu müssen, denn das gefällt mir gar nicht und ich möchte eigentlich nur, dass es nicht gefällt, wenn ich die höchste Beziehungsstufe habe. Da wollte ich jetzt wieder einen Longfellow mitnehmen. Ich will das Hummel nicht auch mit Longfellow suchen. So, wenn ich die Psychologie werde, wenn ich mit Kazumi reden, vielleicht sogar vorher am besten ein paar. Vielleicht sogar, ich die Nebenquests in der Synchrony, bevor ich die in Farbe mache. Habe ich nebenbei die zufällig bekomme und noch zwei Nebenquests, genau. Schwester Mai? Da bist du wieder. Danke nochmal, dass du den Pumpenregulator gefunden hast. Also, willst du sehen, was ich auf Lager habe? Regulator gefunden. Ich habe endlich den Regulator aus der Wim Pop Fabrik. Tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich dachte, da du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Das heißt, die Kontaminierungsfilter umgangen? Also nur die Dekontaminierungsfilter umgangen. Also, wenn du es mit dem Vereinfachen auf die Spitze treiben willst, ja, genau. Ich musste für meine Reparatur etwas improvisieren. Aber solange es funktioniert, sollte die Strahlung bestehen bleiben. Dann würdest du es also zu Ende bringen? Kann die Umgehung aufheben? Könnte man die Umgehung aufheben? Genau. Theoretisch, wenn meine Konstruktion versagt. Was sein kann. Aber das würde ein paar nasse, verärgerte Kinder des Atoms bedeuten. Aber wir wissen erst Bescheid, wenn dieser Regulator eingebaut ist. Also, kümmere dich doch um dieses verlorene Teil. Kein Problem. Kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Okay. Nun denn. Regulator ein. Hast du Schwester Aubert gesehen? Ist sie noch? Aufgepasst. Teuer und schon habe ich wieder zu viel Gewicht. In ganz Ohr. Okay, eine Frage, wo ist denn wieder aus wie ein Weg nach oben? Obwohl. Vielleicht werde ich schon finden, wenn ich da oben erstmal angekommen bin. Früher oder später. Es ist ja schuldig, wenn ich jetzt ganz einfach mal. Mist, der hat nicht mehr so fies. Ich hätte ausgerechnet, dass wir Teffek haben. Also ohne Probleme. Mit dem Hans-Tumais Überbrückung aufheben und deine eigene innere Maschine anbringen, so dass niemand merkt, dass sich jemand daran schafft gemacht hat. Was ich mir jetzt aufgehoben habe, sollte ich jetzt eigentlich ganz einfach durch die Aktivität, die ich bekomme, wieder wegbekommen.
Du hast die Mutter des Nebels gesehen. Atom muss über dich wachen. Also wenn ich jetzt direkt wieder wegbekomme, dann werde ich glaube ich mal mit ihr reden, mal schauen. Und wenn etwas da ist, ist gut, weil es gut läuft. Super. Super. Da scheint es ja schön zu vorbei. Ich spreche mit Kazumi und da muss uns zwei Nebenquests geben. Und wenn wir zufällig noch eine Heilung oder eine Weise bekommen, machen wir die auch noch. Also wir sonst bei der Quest, die so alles aktiv ist, erstmal nichts. Keine Sorge, mache ich bestimmt noch ein andermal. Was er vielleicht auch noch mal ist, nicht jetzt. Vielleicht wohl gemerkt. Das werde ich dir auch nicht verraten. Das muss er erwarten. Dann spreche ich mir später. Ich weiß nicht, wie jetzt alles so mir fahre. Kazumi. Du bist zurück. Und? Was hast du gefunden? Können wir Dima vertrauen oder verheimlicht er etwas? Ja, ich erzählen. Dimas früheste Erinnerung. Jemanden in Fahrhabe ermordet und ersetzt. Dann hat er es verduscht. Sogar sein Wissen darüber verborgen. Verdammt! Ich hatte gehofft, dass ich falsch liege. Aber ich wusste, da ist was. Weißt du, wieso er es getan hat? Ich meine einfach mal, weil er böse ist, also, obwohl es halt nicht. Ist das wichtig? Ist das wichtig? Reicht nicht das Wissen über seine Tat? Er hat so viel vor uns verheimlicht. Ist.
Ist es Arcadia überhaupt wert, gerettet zu werden? Aber hier leben gute Leute. Synths. Du sollst nach Hause gehen. Du solltest nach Hause gehen, Kasumi. Zurück ins Commonwealth. Ich habe darüber nachgedacht. Aber ich muss das hier zu Ende bringen. Die Synths hier bedeuten mir sehr viel. Können wir darüber reden, wenn das hier vorbei ist? Aufgepasst. Versum ihr hofft, ihr nach Hause bringen können, also ja, das können wir, aber naja, die Frage ist eine Entscheidung später, ob wir das tun oder nicht. So. Also, wo sprechen wir jetzt damit? Mit Chase, wenn man unter diesem einen Synth, der vorher in Run Institutes war? Obwohl, war es Chase? Egal. Bisschen Zünd. Ja, ich hoffe, du hast kein Problem damit. Dima hat hart daran gearbeitet, einen Ort zu schaffen, an dem wir sicher vor denen sind, die uns nicht akzeptieren. Er hat so viel Zeit und Energie aufgewandt, um anderen zu helfen. Er denkt nie auch nur eine Sekunde an sich. Manchmal frage ich mich, nun, wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass seine Ausrüstung funktioniert, und dann sind da ja auch noch die Nebelkondensatoren, so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Sarkastisch. Ihm soll ja keine Sicherung durchbleiben, was? Nein, nicht wirklich. Okay. Also erstmal. Hier suchen wir erstmal. Obwohl, wisst ihr was? Nehmen wir jetzt vor allem eine Quest von Chaser und Gutes. Ja. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Nun, wenn du unbedingt helfen willst, es gäbe etwas. Es ist allerdings nicht ungefährlich. Wenn du doch nicht willst, verstehe ich das also. Vor kurzem war ein Boot vor der Küste der Insel. Hatte Zeug dabei, das wir brauchen. Speicher, das Boot kam hier nur nie an. Die Laufwerke sind also noch da draußen. Ich könnte sie echt gut gebrauchen, allein schon wegen der Ersatzteile. Soweit ich weiß, ist das Boot südöstlich von hier zerstört worden. Meinst du, du bekommst das hin? Alles passiert? Was ist mit dem Boot passiert? Warum ist es nicht durchgekommen? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Fallensteller, Nebelkriecher... Da draußen wimmelt es nur so von Gefahren. Die Sache ist, wir haben schon jemanden verloren. Das soll nicht wieder geschehen. Also, bist du bereit? Fischchen. Ja, Faraday. Ich beschaffe dir diese Laufwerke. Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Jetzt müssen wir eine Quest von Chaser und dann... Und wo ich sein... Institut... Runner... Wo ich sein... Design für... Wie Institutsrunner... Wer das nicht schätzt, war, möchte man bei dem Technisch-Dokument. Tatsächlich. Was ist denn? Sie ist der Institut zweiner Geschichte. Ich habe für das Institut entflohene Synths zurückgebracht. Ich habe einen Synth gesucht und fand stattdessen Dima. Er hat mir die Wahrheit und die Fehler meines Handelns gezeigt. Hi. Was ist denn?
Arcadia? Erzähl sie etwas über Arcadia. Dima hat dir gesagt, was du wissen musst. Es ist so sicher, wie wir es hinkriegen. Mit jedem geretteten Synth können wir uns noch besser verteidigen. Ich würde gerne helfen. Ich würde euch gern helfen. Kann ich irgendwas tun? Also. Nun ja, wenn du wirklich einen Beitrag leisten willst, haben wir ein Problem, dass sich jemand kümmern muss. Du hast bereits Erfahrungen auf deinen Reisen auf der Insel gesammelt. Bestimmt bist du dafür gut gerüstet. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Wir warten auf einen neuen Synth und er sollte längst hier sein. Es gibt keine Spur von ihm und ich mache mir Sorgen, dass er sich vielleicht verlaufen hat. Sarkastisch. Die Insel ist die reinste Todesfalle. Ein Synth ist vermutlich Meyer-Lurk-Futter. Ich hoffe nicht. Würde mir gerne sicher sein. Aber es ist schrecklich. Logisch, hätte ich gesagt. Ein Synth. Er begrüßt die Neuankömmlinge und weist sie in die Reise hierher ein. Natürlich wird er dir nichts sagen, ohne einen Beweis, dass du für mich arbeitest. Wenn er nicht kooperiert, sag ihm, dass seine Bezeichnung L792 lautet. Das sollte ihn überzeugen. Das ist alles, was ich zu dir tun kann. Bitte beeil dich. Dieser Synth wird da draußen allein nicht lang durchhalten. Ich glaube, ich fahre diesen Boot an. Rede nach. Hinterher Brooks. Ja, da Brooks und dann. Wie ich jetzt dann liefern wir bei Quetzab. Und da ich da sowieso Fahrerquests machen kann, weil ich wollte, kann ich dann auch gleich doch. Kann ich auch zwei Fahrerquests jetzt. Aber die, wenn ich schon Fahrer bin. Weil das ist eine gute Erklärung ist, ich weiß nicht, denn zu heißen, ein paar ganzen Mutanten. Also vielleicht sowieso, was ich jetzt Aqua Boys geht, habe ich uns wirklich da. Ich weiß, ich habe ununterbrochen Strahlung bekommen. Da haben wir keine Relativität mehr und können uns dadurch auch noch heilen. Von daher ist das sehr verwerft. Aber das gibt einem allein schon. Also, ich werde wahrscheinlich vorher mal die Sperrplatten finde. Hätte ich aber wirklich für mich auf dem Boot, wer weiß. Oha.
Ich erwirf hier auf mehr, wie es gibt. Schloss lässt sich nicht knacken. Wohncamps drin. Da muss dafür auch einen Schlüssel geben. Aufgepasst. Rede weiter. Schau dich um. Da schaue ich doch hier noch, wo ich hier finde, dass vielleicht drin ist. Oder etwas anderes, wo der Schlüssel drin ist halt. Upsi. Ich würde sagen, nach der Folge schaue ich erstmal nach, mit der, wo ich die Schlüssel eigentlich finden kann. Denn ich meine, ich hatte ihn schon mal, ich weiß nur nicht genau, wo ich den gefunden habe. Ich will auch sicher wissen, dass er drin ist, von daher ist er was, wenn ich heute nachschaue. Aber jetzt, weil wir da sehr drin Camps sind. Hätte ich auf die Messung laufen? Hat sie da wieder am Backhaus? Ja, so soll es eigentlich sein. Hat eine Schildschrift drauf. Ob es nicht lustig ist. Okay, ich nütze dich jetzt. Okay, Versuch. Nein, du hättest ja nicht so finden, was es wäre. Tja. Stell dich mal, wo ist jetzt ein Fall?
Beste muss ich hier schon mehr, zwei Quests. Ich glaube ja schon, wo ich eine bekomme. Jetzt war ich auf jeden Fall zu bekommen, ehrlich gesagt. Fallen Sie eine Frau in der Bar oder außerhalb der Bar, die mir einen Daumenkampf für mich hatte? Sie wäre irgendwo. Gegen ein solches Arsenal hatten die Krabben keine Chance. Da wird ja wieder raus. Da wird auch aus halt der Bar. Da bin ich mir sicher. Mein Bruder, verstanden? Bertha. Ich habe keine Zeit für Festlandbewohner. Fiatial. Bertha, die ist verrückt. Verstehe. Brauchst du Arbeit? Geh zur Seefahrerin. Die Fahrt ständig von dem Platz. Festlandbewohner halten es nicht lange auf der Insel aus. Ich habe keine Zeit. Kinder des Atoms sind schuld daran, dass der Nebel giftig ist. Aber ich angel mir einen einwandfreien Wolfsbarsch und niemand interessiert es. Oh, harte Zeiten. Alles auf Lager. Seltsam. Der von ihr eigentlich festfindet, finde ich irgendwie momentan nicht. Und hier ist ein Brahmin festgewerkt. Na super, hier war mein Versorger. Seefahrende Quest. Nichts mehr von ihm übrig. Man nennt mich die Seefahrer, Schiffsbauer, Handwerkerin und die einzige, die Fahrhaber über Wasser sind. Außer Captain Avery natürlich. Schön, dich kennenzulernen. Ebenso. Ich hoffe, die Insel bringt dich nicht schnell um. Oder auch langsam. Du hast nicht so wenig Lust, mir zu helfen? Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach dran. 450 Kronkorken, wenn du es schaffst. Ich helfe. Okay, ich helfe. Aber in der Gerberei Egels Cove müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Also. Der Köderladen. Die Kinder des Zugs wollen uns alle töten und ins Meer treiben. Ich habe ja so was, weil ich eigentlich die Quest wollte. Na ja, zwischen der Aufnahme habe ich auch mal schauen, dass ich das finde. Ich muss mit dir über einen verschwundenen Zünd sprechen. Ja.
Nun, darüber rede ich nicht mit Fremden. Du kannst also entweder was kaufen oder verschwinden. Fantastisch. Berühmte Gastfreundschaft von Fahrhaber. Wer liebt sie nicht? Man lernt sie zu schätzen. War sonst noch was? Ich arbeite mit Chase. Sie hat mir gesagt, dass deine Bezeichnung L792 ist. Tja. Ich glaube sie nicht so laut, ja. Die Information muss unbedingt geheim bleiben. Ich kenne den Synth, von dem du sprichst. Ein junger Typ, vielleicht so um die 20, mit weißem Haar. Er nennt sich Derek. Allerdings ist er viel früher als erwartet aufgetaucht. Dachte, ein Runner wäre hinter ihm her, daher die Eile. Ganz ehrlich, der Typ war ein Wrack, total verängstigt. Er hat sich ständig umgeschaut und ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Ich wollte ihn beruhigen, aber er rannte panisch in den Nebel. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Na super. Kann ich noch was erzählen? Sind könnte in diesem Moment durch den Nebel irren. Ich brauche mehr als das. Ich habe dir alles gesagt, okay? Meinst du, ich wollte, dass das passiert? Bestimmt nicht. Also, wenn du wirklich diesen Synth suchst, ich bin sicher, er hat die Straße nach Süden genommen. Geh doch vielleicht in die Richtung. Sei einfach vorsichtig und danke. Nur wenige würden sich für einen Synth in den Nebel wagen. Vor allem, wenn sie den Synth nicht mal kennen. Was da passiert ist, war scheiße. Wirklich. Hoffentlich bringst du es in Ordnung. Okay, auf geht's. Ich würde sagen, wir sind doch selbst schuld. Wenn ihn nie brennt. Aber ich, wie er war, das ist schon auch unverständlich. Selbstverständlich betrachtet. Also meine ich zumindest. Weiter.